Hi und willkommen bei mir, Lurchi Nummer 1. Willkommen beim nächsten Video. Und als kleine Zwischeninfo, der Money Glitch funktioniert noch, der Solo Money Glitch, den ich hochgeladen habe. Also, falls ihr noch Geld braucht, auf jeden Fall noch machen, solange er nicht gepatcht ist. Kommen wir zu diesem Glitch, und zwar habe ich euch etwas richtig Geiles mitgebracht, und zwar, wie man seinem persönlichen Fahrzeug God-Mode geben kann. Ich präsentiere einmal God-Mode und Bams, und wie ihr seht, es passiert meinem Fahrzeug rein gar nichts. Ich kann jetzt hier nochmal mit der Minigun mal auf mein Auto volle Rotze draufhalten. Und wie man sieht, mein Auto ist so robust, da passiert überhaupt nichts. Und wie dieser Glitch funktioniert, das verrate ich euch jetzt. Und natürlich ist dieser Solo und alleine zu machen. Und zwar benötigt ihr dazu nur eine kleine Sache. Und das ist euer MOC mit dem Lagerplatz für persönliche Fahrzeuge. Aber wie das im Einzelnen gleich aussieht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar fahren wir mit dem Fahrzeug, was wir Godmo drauf machen möchten, einmal hinten an den blauen Kreis unseres MOCs. Ich darf noch hinzufügen, das kann man mit jedem Auto machen. Wirklich mit jedem Auto. Das einzige, wie ich es eben schon erwähnt hatte, braucht ihr auf Position 3 das Lager für persönliche Fahrzeuge, und sonst braucht ihr im Prinzip erstmal gar nichts. Haben wir das, kommen wir jetzt zum nächsten Schritt, und zwar öffnet ihr euer Interaktionsmenü und dann geht ihr auf Folgendes. Moment, ich hab's gleich. Und zwar, hier ist es. Spontanes Rennen. Wenn ihr da drauf geht, drückt ihr jetzt die X-Taste, haltet sie gedrückt und fangt an, Steuerkreuz nach rechts zu spammen. Und während ihr Steuerkreuz nach rechts spammt, lasst ihr irgendwann die X-Taste wieder los. Ich zeig das jetzt hier an der Stelle mal. So, dann landet ihr in diesem Menü. Dieses Menü könnt ihr jetzt schließen. Also ich würde erstmal rückwärts wegfahren von dem MOC, nicht dass ihr in den blauen Kreis reingezogen werdet, denn sonst kann es passieren, dass ihr freest. Aber wenn ihr ein Stück rückwärts gefahren seid, könnt ihr alle Meldungen schließen und dann könnt ihr eurem Auto alles antun, was ihr schon immer mal eurem Auto antun wolltet, aber es geht einfach nicht mehr in die Knie. Was natürlich nicht funktioniert, Leute, ist, wenn euch jemand rausschießt, dass ihr davor gewappnet seid. Das funktioniert natürlich nicht. Rausschießen kann man euch aus dem Auto, aber hochjagen kann man euch eben nicht. Und das finde ich einfach mal mega krass. Das war der erste Glitch, den ich euch mitgebracht habe. Auf jeden Fall ein Like da lassen, wenn es gefallen hat. Kommen wir zum nächsten Fahrzeugglitch. Und zwar habe ich euch noch eine Kleinigkeit, die hat abermals was mit Fahrzeugen zu tun. Und zwar lieben wir ja alle dieses Motorrad hier. Das ist der Oppressor, den haben wir zum Gun Running DLC dazu bekommen. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, dass dieses Motorrad man besitzt haben muss. Dieses Motorrad ist einfach nur Fun pur und es macht megamäßig viel Spaß, mit diesem Motorrad in der Lobby rumzuheizen. Aber die Kunst hat nur einen kleinen Schönheitsfleck. Und zwar, wie ihr seht, kann man ja mit dem Motorrad hier richtig die geilsten Sachen erledigen und machen. Aber das kennt ihr natürlich alle. Irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo Folgendes passiert. Und zwar das hier. Ihr legt euch mal so richtig gepflegt auf die Fresse. Und jetzt kommt die Frage, kann man es nicht irgendwie so machen, dass wir nicht mehr auf die Fresse fliegen mit dem Oppressor? Ja, können wir. Und zwar habe ich euch einen Glitch mitgebracht, der ist abermals Solo. Er ist wirklich mega einfach und dieser Glitch bewirkt, dass ihr nie wieder von eurem Oppressor-Motorrad runterfallt. Das glaubt ihr mir nicht? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar benötigen wir abermals unser MOC und wir benötigen abermals unseren Lagerplatz für persönliche Fahrzeuge auf Platz C
unseres Anhängers. Mich hat es jetzt demonstrativ nochmal hier auf die Fresse gelegt. Also wollen wir mal schnell schauen, dass uns das jetzt in Zukunft natürlich nicht mehr passiert. Und zwar fahren wir wieder hinten an unser MOC hin und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und zwar am MOC direkt, ich zeige es nochmal, auf Position 3, benötigen wir natürlich wieder das Lager für persönliche Fahrzeuge. Das ist notwendig. Dann drücken wir einmal jetzt am Fahrzeug das Steuerkreuz nach rechts und fahren in das MOC hinein. Dann steigen wir auf unser Motorrad nochmal drauf und dann nehmen wir unser Handy und nehmen, und jetzt genau zuhören, wir nehmen einen Job von Martin an. Bitte nur von Martin annehmen. Nicht Gerald, nicht Lester, nein, Martin. Das ist wirklich sehr wichtig, Leute. Aber in letzter Zeit haben wir zum Glück genug von diesen Jobs. Da ja sehr viele neue Jobs ins Spiel gekommen sind, hat man Martin ständig jetzt gerade auf dem Handy. Aber labern wir nicht lange rum. Haben wir erstmal die Einladung angenommen von Martin, landen wir hier in dieser Maske, wo sich die anderen Spieler befinden. Und wenn wir in dieser Maske angekommen sind, drücken wir ganz einfach mal Kreis und X zum Verlassen. So, Kreis und X zum Verlassen. Dann werden wir, wie üblich, irgendwo auf der Straße gerespawnt. In der Nähe unseres MOCs meistens, aber warten wir kurz das Bild dazu ab, bis ich gerespawnt wurde. Und zwar passiert das jetzt. So. Und jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Und zwar Interaktionsmenü öffnen, auf Fahrzeuge gehen und persönliches Fahrzeug anfordern. So, und ihr werdet es mir nicht glauben, Leute. Und ja, aber es ist wirklich so. Ich sage jetzt hier an der Stelle, und Glitch ist fertig. Jetzt werden viele sagen, was, so einfach? Jawohl, das war der Glitch. Jetzt steigt ihr einfach auf euer Oppressor oder auf irgendein Motorrad eurer Wahl, weil ihr müsst es nicht nur mit diesem Motorrad machen. Ihr könnt es auch mit der Barty machen. Ihr könnt es mit dem Fahrrad machen. Das ist gerade scheißegal, Leute. Und dann zeige ich euch mal jetzt, was genau jetzt passiert ist. Und zwar lege ich es jetzt extra an, dass ich hier irgendwo mal einen Crash baue. Und zwar einfach mal Sturzflug. Bams. Seht ihr? Ich bin einfach nicht mehr vom Motorrad runter zu bekommen. Und jetzt kann ich in meiner Lobby richtig Fun haben, wie ich da Bock drauf habe. Falls ich in einer öffentlichen Sitzung bin, kann ich die Leute jetzt ein bisschen hier zum Staunen bringen. Die denken sich dann auch, what the fuck ist das bitte? Aber wie ihr seht, ich bin einfach mit dem Motorrad nicht mehr runterzukriegen. Was ich aber dazu sagen muss, das Motorrad kann trotzdem zerstört werden. Das heißt, wenn ihr oft genug gegen eine Wand brettert, passiert es euch irgendwann, dass das Motorrad dann doch anfängt zu rauchen. Und danach wisst ihr ja alle, was kommt, wenn das Motorrad einmal raucht, macht es irgendwann Peng. Ja, und dann ist der Spaß vorbei. Aber ihr habt ja gesehen, wie easy dieser Glitch ist, dann macht ihn einfach nochmal und habt wieder Spaß von vorne. Also, das war der zweite Glitch. Ich hoffe, er hat bei euch ein Like verdient. Wenn ich in diesem Video mal wieder die 10, 15 Likes schaffen würde mit diesem Bomben-Glitch, dann wäre ich mega zufrieden. Und ich bin dann an dieser Stelle erstmal raus und lasse euch jetzt mit den Bildern alleine. Macht das gut, bis zum nächsten Video. Euer Lurchi Nummer 1. Macht's gut. Bye.